Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass die Welt jeden Tag ein bisschen irrer wird? Insbesondere dann, wenn SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach den Mund aufmacht und die Presse ihm dann willfährig an den Lippen klebt? Und was ist überhaupt mit den Impfstoffen? Darüber möchte ich mich heute mit euch ja zwar nicht unterhalten, aber einiges zum Besten geben. Fangen wir gleich an mit BioNTech. BioNTech hat ja bekanntlich vor einem Dreivierteljahr noch überhaupt niemand so richtig gekannt, aber interessant ist, dass es das Unternehmen da schon gab. Es war nämlich ein Unternehmen, das sich auf Krebsmedizin spezialisiert hat und dafür auch und unter anderem auch für Tuberkulose von der Bill Gates Stiftung im Jahr 2019 auch schon 100 Millionen Dollar erhalten hat als kleine Spende, als kleine Zugabe. Einige andere Organisatoren taten ihm gleich und das Geschäftsmodell von BioNTech schien ganz gut zu funktionieren. Man kam zwar nicht so richtig zu einem Ergebnis bei dieser Krebsmedizin, aber die Spendengelder oder die Zuwendungen flossen trotzdem reichlich. Über 10 Jahre gibt es dieses Unternehmen schon und es war eigentlich nie auf Viren spezialisiert, sondern auf was ganz anderes, nämlich Krebs. Schauen wir uns doch mal das Impressum von BioNTech näher an. Interessant ist erstmal die Straße des Unternehmens, das in Mainz ansässig ist. Die lautet nämlich an der Goldgrube. Ja, ihr habt richtig gehört. An der Goldgrube 12 ist das Unternehmen in Mainz beheimatet. Und weiter unten lesen wir, dass das Unternehmen sich auf individualisierte Krebsmedizin spezialisiert, also von Viren keine Spur. Umso verwunderlicher, dass also plötzlich Anfang des Jahres bzw. im ersten Quartal dieses Jahres ausgerechnet dieses Unternehmen mit einem Impfstoff rausgekommen ist, von dem die EU jetzt schon ja 200 Millionen Dosen geordert hat, plus eine Option von 100 Millionen, macht 6 Milliarden. Also eine gute Investition für all diejenigen, die ja schon Geld gegeben haben und so weiter. Denn das wird ja wahrscheinlich in Form von Aktien auch gesichert sein. Also ein Minusgeschäft ist dabei sicherlich nicht rumgekommen. Heute gab die EU außerdem bekannt, dass man einen anderen Impfstoffhersteller, nämlich Moderna, auch noch Impfdosen abkaufen will, nämlich 160 Millionen. Also wenn schon, denn schon, dann gleich 160 Millionen. Wurde schon fleißig ausgerechnet, wie viel dafür die Deutschen übrig bleiben. Nur man muss natürlich bei beiden Firmen, bei BioNTech und bei Moderna, einfach mal sehen, dass diese Stoffe noch gar nicht zugelassen sind. Sie sind noch nicht zugelassen. Es gibt zwar laut Medien vielversprechende Studien, aber zugelassen sind sie noch nicht. Und da frage ich mich also, warum man jetzt hier in Brüssel schon mal die Milliarden verteilt. Ist ja nicht deren Geld, ist unser Geld. Und die Frage ist natürlich auch, ob diese Stoffe überhaupt am Ende etwas bewirken oder ob das Ding nicht mutiert, denn ihr wisst es ja sicherlich alle, dass Viren sehr mutationsfreudig sind und wenn das Zeug dann auf dem Markt ist, kann es sein, dass es gar nicht hilft. Ja, und dazu hat sich heute auch der berühmte Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der SPD geäußert. Also es vergeht ja kein Tag, wo dieser Mann nicht den Mund aufmacht und die Presse ihm willfährig an den Lippen klebt, egal was er sagt. Und natürlich wird das Ganze komplett kritiklos hingenommen. Also Karl Lauterbach hat sich heute mal wieder, wie fast jeden Tag, geäußert und hat gesagt, selbst wenn man geimpft ist, bedeutet das nicht, dass man von den Hygieneregeln ausgenommen ist. Ja, ich meine, warum soll ich mich denn dann impfen lassen? Also der Artikel zu Karl Lauterbach hier unter dem Tube, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Da steht es schwarz auf weiß, was er gesagt hat, dass also auch eine Impfung nicht von den Hygieneregeln und diesen Abstandsregeln und Maske tragen, ja, dass das einen davon nicht frei macht. Ja, da frage ich mich natürlich, warum soll man sich denn dann impfen lassen? Er hat weiter gesagt, dass also selbst wenn man geimpft ist, nicht ausgeschlossen sein kann, dass man das Ding trotzdem weitergibt, dass man trotzdem infektiös ist, hat er gesagt.
Ja, also dann frage ich mich wirklich, was denn das ganze Impfgedöns überhaupt soll. Also wenn man sich dann impfen lässt und trotzdem noch Mundschutz und alles tragen muss und Abstandsregeln einhalten muss und überhaupt diese ganzen wahnsinnigen Regeln, die hier Tag ein oder jede Woche neu von der Regierung, dem Ministerpräsidenten formuliert werden, dann muss man das zumindest, was der Lauterbach gesagt hat, als tiefes Misstrauensvotum gegenüber der Wirksamkeit der Impfung interpretieren. Nichts anderes geht in dieser Hinsicht. Merkwürdig, was hier passiert und merkwürdig natürlich auch und zornig macht, was die Regierenden mit uns machen. Also jetzt morgen am Mittwoch kriegen wir ja neue Regeln. Die Frage ist, wie und wir das Weihnachtsfest verbringen dürfen mit 5 Personen, mit 10 Personen, unterschiedliche Haushalte, 2 oder weniger. Die Patchwork-Familien haben sich schon gemeldet, Kinderreiche haben sich gemeldet, gesagt, das geht alles nicht, wir sind 12, wir sind 15, müssen wir dann Strafe zahlen? Also völliges Durcheinander. Und die Frage ist natürlich überhaupt, ob man dieses Virus durch diese ganzen Maßnahmen aufhalten kann oder nicht. Also wahrscheinlich wird es nur verzögert, aber am Ende wird doch wahrscheinlich stehen, dass wir alle mehr oder weniger mal damit in Kontakt gekommen sind und die Überlebenswahrscheinlichkeit ist ja nun mal ziemlich groß. Also offiziell ist die Sterberate bei 0,2 bis 0,3%. Da fragt man sich natürlich, was jetzt diese ganze Aufregung soll und diese Restriktionen, ob sie überhaupt irgendetwas bewirken. Also nach meinem Kenntnisstand ist auch die Belegung der Intensivstationen und der Krankenhausbetten nicht in die Höhe geschossen, trotz der restriktiven Maßnahmen. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass die positiven Zahlen, die wir in den letzten Wochen und auch heute wieder präsentiert bekommen haben, keineswegs darauf hindeuten, dass diese vielen Maßnahmen überhaupt etwas verändert hätten. Sie sind ja auch in sich widersprüchlich, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass man morgens dicht gepackt in der S-Bahn zur Arbeit fahren kann, aber abends nicht in einer Gaststätte oder in einem Restaurant essen darf, obwohl die Tische da 2 Meter auseinanderstehen. Also das soll mal ein Experte dem Laien erklären, was denn da dahinter steckt. Oder die Kinder gehen in die Schule, aber dürfen sich aber anschließend nur mit einem Freund treffen. Also was sich die Politiker da alles ausdenken, das ist ja wirklich so dämlich zum Teil, dass ja also die Glaubwürdigkeit tatsächlich dahin geht. Heute kam noch eine andere Meldung zum Thema Impfen. Also der Chef von der Qantas, australische Fluglinie, hat sich gemeldet. Ich meine, Qantas ist ja sowieso so ein merkwürdiger Nanny-Staat. Also ich will es jetzt nicht weiter aussprechen. Also mir liegt was ganz anderes auf der Zunge. Also Nanny-Staat ist ja schon mal ein hartes Ding. Was die da mit den Lockdowns und so weiter alles gemacht haben, ihr kennt das ja sicherlich aus den Videos. Ja, und da hat sich jetzt der Qantas-Chef gemeldet und gesagt, bei uns fliegen Sie in Zukunft nur noch Interconti, wenn Sie eine Impfung haben. Also muss man sich vorher impfen lassen oder es muss im Impfausweis irgendwie ja, bestätigt sein, dass man so eine Impfung bekommen hat, von der ja laut Lauterbach gar nicht richtig klar ist, ob sie überhaupt wirkt und ob man nicht trotzdem irgendwie infiziert werden kann oder infizieren kann. Und er sagt auch noch, dieser Chef der Qantas, dass das auch Standard werden wird bei allen anderen Flugreisen. Die anderen Fluglinien würden ebenfalls schon darüber nachdenken. Also dazu kann ich nur sagen, schöne neue Welt. Wenn es die Impfpflicht nicht geben sollte, was ja Merkel versprochen hat, dann kommt sie halt durch die Hintertür, weil man nicht mehr reisen darf, weil man nicht mehr fliegen darf, weil man hier gar nichts mehr machen darf. Wahrscheinlich darf man am Ende noch nicht mehr ins Restaurant, falls sie wieder aufhaben, ohne geimpft zu sein. Also das ist natürlich auch eine Form von Impfpflicht. Jetzt noch was zur Verbreitung. Da gibt es ja unterschiedliche Theorien, wie lange sich so ein Virus hält. Ich habe da früher, also vor 20 Jahren, schon ziemlich viele Bücher gelesen und ich muss euch sagen, ein Virus hält sich eigentlich ewig. Ja, ihr glaubt es nicht. Es sind nicht nur 28 Tage oder 9 Tage oder Minuten, die sich so ein Ding, die so ein Ding überleben kann, sondern es hält unter bestimmten Umständen ewig. Es wird nur eliminiert durch UV-Licht, durch Säure, durch Lauge und durch Hitze. Damit gehen Viren kaputt. Denn Viren sind ja bekanntlich keine Stoffwechsler, die leben ja gar nicht. Das sind ja nur Informationseinheiten, die überall kleben können. Und dessen sollte man sich einigermaßen mal bewusst
sein. Ich erinnere in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch an das Thema HIV-Viren, also die das AIDS auslösen können. Das haben wir früher mal beobachtet. Da hieß es ja auch, die leben unter Luft nicht lange. Hinterher kam raus, dass die Bluter beispielsweise, die ein Faktor 8 Präparat bekommen haben, Gerinnungsfaktor, dass die alle infiziert worden sind, obwohl es sich da um ein Pulver handelte. Das heißt also, das Blut von Infizierten, die dieses Virus hatten, wurde also ganz umständlich, Zentrifuge, dieses, jenes, hinterher getrocknet, war nur noch ein weißes Pulver. Und selbst da war es nach Jahren noch drin. Wusste man damals natürlich nicht, weil man dachte, diese Viren gehen schnell kaputt. Aber das hat damals zu einem großen Skandal geführt, weil sehr viele Bluter dadurch HIV positiv geworden sind und deshalb auch also dieses Virus, also Viren allgemein, haben eine ziemlich hohe Überlebensrate, falls man ja von Leben überhaupt sprechen kann, sind einfach da. Es sind Informationsstränge und die gehen nur unter bestimmten Umständen halt kaputt. Das muss man wissen. Sollte man übrigens auch wissen bei dem Gebrauch von Plastikhandschuhen, die kennt ihr ja, überall früher in den Restaurants und auch sonst haben die Leute jetzt alle diese Plastikhandschuhe an. Da gibt es einen Hersteller in Malaysia, Top Gloves heißt der, und ausgerechnet dort ist das Virus komplett ausgebrochen. Die haben irgendwie 2000 Positivzahlen gemeldet, also bei diesem Plastikhandschuh herstellt. 2000 Leute, 2000 Arbeiter waren da jetzt plötzlich infiziert. Die haben verschiedene Fabriken zugemacht. Und wer ist der Hauptabnehmer dieser Plastikhandschuhe? Es ist Europa und es ist die USA. Jetzt stellt euch mal vor, dass diese Leute mal auf das Ding gehustet haben und so weiter und selber positiv waren und dann diese Plastikhandschuhe da in die ganze Welt verschickt haben. Die Leute streifen sich das über und haben es dann an der Hand. Sie gehen mal an den Mund und dann haben sie es auch. Also das zum Thema Wahnsinn auf dieser Welt. Ich bin schon wieder viel zu lang. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Aufmerksamkeit. Folgt uns auf Telegram, dort MM News offiziell. Der Link ist gleich unter dem Tube und dort auch nochmal der Artikel von Herrn Lauterbach, der sagt, auch Geimpfte müssen die Hygieneregeln einhalten. Da frage ich mich, was soll es dann?